Hallihallo und herzlich willkommen zu Close Recon. Close ich nehme das Recon Motorrad. Wildlands. Scheiße, ich kann das nicht. Japaner ist scheiße. Also, ich kann kein Japanisch sprechen. So. Redest du ja gerade gegen Japaner? Rassismus! Cool, Peng. So, das Alpaka-Auto, ich glaube, es hackt. Es ist nur ein Fenster kaputt. So, willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands im Roleplay und vor mir die Olle, die mich versucht zu schlagen und nicht trifft, ist Snaro. Hi. Der andere Bekloppte, der mich versucht mit dem Kolben seiner Knarre ins K.O. zu schlagen, ist Enno. Hallo. Und der Blödhansel da vorne, der wegfährt, ist Wanda. Nimm mich mit. Und du hör auf das Auto zu schießen, das braucht man noch. Was das? Warte ab, bis das jetzt in 10 Sekunden aussieht. Nein, das ist das wichtigste Fahrzeug im ganzen Spiel. Das geht nicht kaputt. Das ist die Mystery-Maschine aus Scooby-Doo. Scooby-Doo, where are you? Was wäre von uns? Ist Shaggy. Du. Oh. Wer dumme Fragen stellt, kriegt dumme Antworten. Stimmt auch wieder. Wobei, für Scooby-Doo sind beide noch zu wenig. Oh, Bowman ruft mich an. Koani. Haben Sie was für uns? Koani ist Dreh- und Angelpunkt für die Schmuggeloperationen des Kartells. Wir sprechen hier über ein Netzwerk aus Flugzeugen, Zügen und Trucks, die bis zu 30 Tonnen Pulver über die Grenze bringen. Das Netzwerk geht auf einen Amerikaner namens Boston Reed zurück. Reed ist seit Jahren Bush-Pilot für Nidia Flores und El Boquita und hat sich irgendwann bis ins Management hochgearbeitet. Wie schnappen wir Reed? Ah, das wird heikel. Reed ist verdammt vorsichtig. Die meiste Zeit bleibt er in Deckung und arbeitet über Mittelsmänner. Sein psychologisches Profil beschreibt ihn als paranoid, aber da steckt sicher mehr dahinter. Wie jetzt? Sonderbare Geldüberweisungen, Nachrichtenverkehr mit Unbekannten jenseits der Grenze, Flüge, die nicht zu den Kartelllieferungen passen. Reed befördert sich als Pulver und will nicht, dass Wenya davon weiß. Wir erhalten seit einiger Zeit Berichte über Kartellaktivitäten am Zugfriedhof. Versuchen Sie etwas herauszufinden. Stopp. Nomad, ich habe gerade Boston Reed CIA-Profilvideo hochgeladen. Das sollte bei der Jagd hier in Koani helfen. Synchrones Tür aufschieben. Und ich stehe nicht im Parkverbot. So, wir haben hier ein paar Informationslager, die wir uns holen können und einen Heli, den wir uns danach auch nehmen können, weil wir ein ganzes Stück nach Süden müssen. Direkt Richtung Norden haben wir einen Lieutenant, den wir befragen können. Aber okay. Der gehört nicht zu uns, Santa Blanca. Okay, dann. Oha. Ich glaube, ich sehe den Lieutenant. Ist wahrscheinlich wieder einer mit Cowboy-Hut, oder? Ja, ich schnapp ihn mir mal. Jo, mach das. Ja, ich hab ihn. Welchen Muskel noch musste ich nochmal ziehen? Der Bizeps, damit dort schon in den Key geht. Der Bizeps geht leider nicht. 1, 2, 3, 4. Versuch mal den F-Muskel. Denn das ist niederschlagen. Oh. Ja. So viel dazu. Okay. Oh, da guckt einer. Das sind Details. Der ist Geschichte. Okay, dann ein bisschen Richtung Süden. Da haben wir Informationslager, die können wir einfach abschreiben. Eins ist komplett im Süden an der Straße und das andere ist südwestlich. Okay, dann gehe ich südwestlich. Wir können uns hier eher aufteilen. Hier dürfte ja nicht so viel Action sein. Ja, das stimmt. Aber bleib vorsichtig. Ist hier bei mir noch irgendwas? Warte. Hier ist eine Frau beim Obstmarkt. Aber die verkauft nur die Karotten. Enno, andere Straßenseite. Nee, ich habe mir nur kurz das Bild dort angeguckt. Achso. Nein, hier sind Chilis. Wieder ein Stück Richtung Norden, Enno. Da hast du schon das Haus gehabt. Das hier. Ja, das wurde drauf zu. Das ist wieder eine Bank. Okay. Wann war noch ein Stück weiter Richtung Südwesten? Achso, hier ist nichts. Und Reaper, da müsste noch ein Lieutenant sein auf der Straße. Aber pass auf, du hast da Feinde.
Wo denn? Da, wo der Alte gerade auch war, oder was? Yep. Ich hier drin? Ich sehe gerade noch nicht. Na, ich glaube, ich erkenne, wo er sein dürfte, das Lager. Ein kleines Brett mit irgendwelchen Lagerplänen. Ladeliste. Sieht aus, als wollte das Kartell. Ich glaube, ich habe den Lieutenant gerade umgebracht. Ja, hast du. Und aus unerklärlichen Gründen konnte ich den nicht greifen. Wann war jetzt? Ist das so ein bisschen schräg links hinter dir? Ja, 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 ich, hier sind Mauern, deswegen kann ich, muss ich einmal rumlaufen. Achso, Entschuldigung, das sehe ich auf dem GPS leider nicht. Ich habe ja schon gedacht, dass das hier so ein typisches Gelände ist und das ist so. Oh, oh, oh! Geht's dir schlecht? Ah, heiß auf jeden Fall. Was? Wir gehen auch nach Südwesten. Wann wir unterstützen? Unterwegs. Unterwegs. Das war laut, der Schuss. Ich bringe allerdings Kartellidioten mit. Ist okay, wir werden sowieso Probleme mit denen kriegen. Navo weiß, glaube ich, wo ich bin, falls ich irgendwann falle. Aber ein Einstiegspunkt in das Gelände? Ja, wann war es auf der anderen Seite des Geländes? Genau da, wo du drauf zuläufst, wann war. Und quasi südlich am Gelände befindet sich der Heli. Befehl bei sich Kontakt, freigegeben? Ja. Ein Drecksack weniger. Die irgendeine Liste soll hier, glaube ich. Ah, ja. Ich hab's. So, ich schick's mal per WhatsApp. Jo. Hat ich gesehen. Aus der Garage? Ernsthaft? Euch geht's gut, oder? Ja, mir geht's gut. Da stand nur etwas ungünstig in der dunklen Halle. Gut gesehen. Alarm deaktiviert. Achtung, da verstecken sich noch ein paar Leute zwischen den ganzen Kisten. Oder erstmal kurz ein Heli über mir, einer vor mir noch. Ja. Ihr seid da ziemlich alle auf einen Haufen, seht ihr euch? Ja, warte mal. Hier hinten ist noch Reaper. Reaper hinter dir? Ich weiß nicht, da war Reaper gerade noch irgendwo. Oh, Achtung, wo war das Heli von oben? Alles gut. War knapp, aber alles gut. Oh, hier fliegt doch noch irgendwas. Dankeschön. So. Okay. Hier noch oh, weiter. Oh, ich mach jetzt mal N und nach. Oh. Ach, da ist der Helikopter. Darf man doch immer mal sein. Ja. When things go boom. Oh, da explodiert gleich noch was. 3, 2, 1, boom. Oh, weißt du was? Cool guys don't look at explosions. They blow shit up and walk away. Hey, irgendwas schießt auf mich. Ach, da. Nicht mehr. Noch ein Heli. Aua! Stopp! Oh, unter Beschuss. Ah, ich muss das Ding nachladen. Haltet durch. Mensch, ich bin getroffen. Ich weiß aber nicht, von wo das Beschuss kam. Wann war dein Mann, ist gefragt? Was? Ich bin in der Nähe von Reaper. Soll ich ihn wiederbeleben? Ernsthaft? Oh, das ging ja nicht. Da war ja was. Ja, ich denke, wir nehmen uns einen anderen Heli. Ich vergaß, dass das passierte. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Okay, wir nehmen das Auto hier und hauen ab aus diesem Gebiet. Gibt's hier nicht noch einen Helikopter? In der Stadt gibt's doch einen, glaube ich.
im Heli Richtung Norden, aber so weit laufen wir nicht. Nein, ich, sorry. Oh. Das Ding hat Raketen. Oh! Ja, hatte Raketen. Hier ist doch gut geparkt, schnell weg hier. Ja. Der Rauchknurr da ist nicht in Flammen aufgegangen. So, Navi. Ja, ja. Noch. Dann gib mir mal den Weg zu dem Helikopter, dann können wir da losfliegen. Also, Enno. Hallo, Weaver. Links. Oder ist Weaver allein unterwegs? Ich bin hier drin. Achso. Das ist so schwer, mit dem Heli zu holen. Ja. Stopp. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Ja, ich vergaß, dass die Technikkombination von Helis und Drohnen nicht. Selbst im Stehen ein Problem sind, ja. Ja. Hier ist der nächste Heli. Au. What? Was? Ich glaube, Overwatch ist gefallen. Nur wo? Bei so einem backsteinfarbenen Haus, Mitte der Stadt. Ja, Backsteinhaus. Ein Gegner im Erdgeschoss. Oh, hier. Das Gegner down. Tot. Da ist noch einer drin. Oh! Hier ist irgendwo ein Scharfschütze. Aua! Was? Alter, hat er uns gerade alle vier? Ja. Alter. Das. Also, ich hab's ein bisschen unterschätzt. Ich hab nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht und dass es so durch die Wand geht, aber okay. Oh, ich muss erst Haselnuss essen. Ja, könnt ihr. Und so nebenbei, wo jetzt gerade der Ladescreen ist, für unsere Zuschauer, Wanwa möchte immer eine Haselnuss futtern, wenn er gestorben ist. Das sind mittlerweile schon an die 400 gewesen oder so. Was? Das sind gesunde Fette. So nennt man das, okay. Stellt euch Wanwa jetzt einfach vor, wie sind die aus Marzahn, bloß im männlich. Mit rosa ganz. Ja, rosa ganz Jogginganzug. Oi. Nee, so viel okay. Ist nicht. Ich glaube, ich passe viermal in diese Cindy rein. Mindestens. Ja, ja, genau, viermal. Nein, fünfmal. Einmal als Körper und einmal als Arme und Beine. Der hat ein Alpaka-T-Shirt an. Bitte was? Ja. Ich will sein T-Shirt haben. Moment. Ja. Ist ein Loch drin, ich weiß, aber. Davon ist schon. Oh. Die Kinder kann man nicht töten, okay? Oh, sagen. Den wollten wir eigentlich befragen. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Was ist das denn jetzt wieder? Ich glaube, diesen Typen dürfen wir nicht haben. Ohne eine kleine Gruppe Tangos. Von wo? Scharfschütze markiert. Oh, ich bin. Mist. Ah, störender Beschuss. Störender Beschuss von Nummer 2. Junge, komm nicht ins. Ah. Oh fuck. Oh fuck. Okay. Wo genau seid ihr denn? Hab ich alle erwischt? Ja! Ja, hast du. Granate fliegt. Aber das Gelände ist voll mit Winter. Kartellleuten, ja. Aua! Oh Gott! Gott, Moment, ich versuch's, Enno! Du warst hinter mir, oder? Geht's dir wieder gut? Vorsicht, das sind doch zwei starke Panzerte. Oh, die hat's jetzt hoffentlich erledigt. Reaper, wo bist du? Oh. Ja, die leben noch. Reaper müsste auch irgendwo bei uns sein.
Scheiße. Wann war, siehst du ihn irgendwo? Ich hab ihn. Ich sehe. Ah ja. Danke. Oh Gott, beim Helikopter ist auch noch einer. Jetzt haben wir aber ein Wespennest erwischt. Wann war, müsste irgendwie. Ohne, hier vorne beim Heli. Ich denke, jetzt mir nach wie vorne beim Heli. Irgendwo ist hier noch einer. Boah. Ich sehe ihn nicht. Stop. Ach, da liegt wann war ich sehen. Ah. Nee, den Rest musst du selbst zusammensetzen. Ne? Ich kann dir nur eine kleine Spritze geben. Eieieiei. Ich glaube. Wann war ich? Ich brauche deine Hilfe. Führe Enno. Ist, ah ja. Ja, du schaffst das, mein Junge. Ja, danke. Wir sollten jetzt weg hier. Ja, den Heli haben wir uns aber wirklich verdient. Ja. Was sagst du? Der gefällt dir sicherlich. Ja, auf jeden. Gut, dann wollen wir nach Südwesten. Eieiei. Feuer mal ein paar Testschüsse in die Botanik. Oh, Salven sogar. Gute Technik. Ich glaub, das war alles... aber knapp. Ja, okay. Wow, da haben wir schon ein paar schöne Geier. Okay, also wir sollen den. Da rechts ist die Salzwüste. Wirst du Hochgeschwindigkeitsrennen? Hm. Da vorne müssten wir schon den Zugfriedhof sehen. Nein. Vor uns? Ja, vor uns, so ein bisschen rechts. Rechts? Nein. Ja, ah, doch. Ach so, das da. Ja. Ja. Wir haben den Hinweis bekommen, dass ein gewisser Reed hier ein Schmuggelnetzwerk hinter Elsvenius Rücken betreibt und deswegen sollen wir einfach mal gucken. So, wo soll ich uns absetzen? Auf dem See. Hier ist ganz gut. Direkt unter uns. Ich würde den Heli zur Luftunterstützung weiterverwenden. Okay, dann setz uns hier ab. Yep, mach ich. Achtung. Okay, kannst wieder hoch. Yep, bin unterwegs. Achtung, Wanwa, da sind Leute auf dem Dach. Okay. Am besten einfach mal. Wollte halt hier nur Deckung gehen. Bowman hatte offenbar recht. Wie ist der Plan? Wir suchen das Oberarschloch und sehen, was er uns sagt. Ich verstreue. Ich sehe im Westen, also links von mir noch einen. Nee, das ist dann etwas nordwestlicher. Wir können leider keinen großen Angriff starten. Wir müssen den verantwortlichen Santa Blanca-Leutnant finden und verhören. Mist. Oh. Wir müssen unentdeckt bleiben. Und ja. Unentdeckt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sollten wir nicht alle töten, weil wir mindestens einen noch verhören müssen. Okay. Das heißt, alles, was anders aussieht, leben lassen. Ja. Na, wunderbar. Dann komme ich mal mit in das Gelände. Dann ist der Heli ja doch nicht nötig. Nee. Bin unterwegs. Reaper, du kommst aus dem Osten, oder? Positiv. Also, ja. wann war ich? Komm auch so aus dem Osten. Ich laufe hier rum und. Ja. Seh dich, du rennst der 3 hinterher, richtig? Genau. Okay. Overwatch, die 3 sah, glaube ich, auch noch relativ normal aus, ne? Den kann man töten. Okay, mach das. Beziehungsweise welche erhöhte Position? Da, ich sehe dich. Ja. Ja, die 3 ist normaler. Die habe ich gesehen. Rechts von mir noch einer zwischen den Waggons. Passt mit der 1 auf, die hat einen ziemlich guten Überblick auf den Waggons. Und wir haben noch einen oben auf den. Wasserturm, genau. Ich höre doch irgendwas tröten. Die Knochen.
mindestens zwei unmarkierte zwischen den Zügen Richtung Salzwüste. Ja, da sind noch viel mehr. Richtung Salzwüste eine Zweierpatrouille. Da ist auch einer bei Zivilisten. Aber achtet immer drauf, wenn er anders aussieht, ne? Sich einen Besen. Glaubst du, Reed hat damit zu tun? Das lässt sich rausfinden. Was wird aus den Guten? Wenn möglich befreien, aber sie haben keine Priorität, klar? Klar. Ich sehe einen Santa Blanca, Leutnant. Sieht aus wie einer der Mann, weniger. Den wir suchen. Hab ihn. Denk dran, wir brauchen ihn lebend. Was ist denn hier? Okay. Also die, die markiert sind, die könnt ihr... töten. Negativ, ja, wenn bei mir sie gibt nicht es einige, neben Leuten sind. Bei mir gibt es noch einige unmarkiert zwischen den Waggons. Ja, aber da erstmal vorsichtig, nicht umrotzen. Okay. Also die, die einzeln stehen, kann man töten. Ja. Alter. Wenn sie markiert sind. Mein Visier verschwindet immer wieder. Das ist doch nicht normal. Achtung, Reaper, da ist einer zwischen denen. Ja, den habe ich vorhin gesehen. Achtung. Nee. Und Achtung mit der 1, das könnte auch schwierig werden. Hab ihn. Wer schleicht sich da an die 2 an? Ich. Pass mit der 4 auf. Irgendjemand wurde bemerkt. Ja, ich sehe es ja auch. Ja, sind plötzlich. Okay, das wird jetzt schwer. Wo ist der Leutnant? Ich glaube, der trägt schwarz. Okay, Moment, ich. Er läuft zu einem Auto. Ja, ich hab hier auch einen Wagen. Warte. Ich stehe unter Feuer. Oh shit, das war die falsche Drohne. Los geht's. Er ist eingestiegen in ein Auto. Okay, sag mir einfach, in welche Himmelsrichtung er flieht. Bis jetzt noch nicht. Okay. Tango am Boden. Shit, bin getroffen! Okay. Reaper braucht deine Hilfe, Manuel. Ach, scheiße. Wo ist er etwa? Warte. Mehrere Feinde und einen Fahrzeug ausgeschalten. Quasi. Ah, ich genau sehe den da. Typen auch. Ja. Ja? Achso, hier. Scheiße. Ja. Wie wär's, wenn du okay, ich, okay, ich fahr mal mit ich dem Auto zu den Typen auch ran. Der Lieutenant ist bei der 3. Ja, ich hab ihn auch gerade gesehen. Er steht bei der 3 am Auto. Erledigt. Beziehungsweise steht da halt jetzt immer noch. Nein, das bin ich! Ich hab doch gesagt, ich fahr ran! Auch schreck mich doch nicht so, ey. Ich dachte, hinter mir kommt gerade Unidad. Ich erhebe mich. Siehst du? Immer mit der Ruhe, ja? Calmo te pues. Wir können darüber reden. Wir können verhandeln, okay? Sie und ich. Du willst verhandeln? Okay. Gib mir Reed und ich blase dir nicht das Hirn weg. Aguanta, aguanta. Ich weiß nicht, wo er ist, okay? Reed macht alles über Mittelsmänner. Was ist mit diesen Leuten? Wo kommen die her? Reed holt sie aus 5 oder 6 Dörfern. Achtung, bei dem Gefängnis, die 2 sieht dich. Ohne, dass jemand Fleisch stellt. Also shit. Und das Kartell? Mann war bei der 2. Ja. Moment, müsst ihr erst die 1 machen. Und die 3 ist aber auch da. Moment. Ich will sofort eine Liste dieser Dörfer. Unterstützung. Los. Bei der 2. Ach, da. Gott verdammt. Ende, das schaffst du. Oh, vor dir. Ja. Sie sind jetzt frei. Wie geht's weiter, Boss? Danke, die 3 ist ausgeschaltet. Alter, ihr bekommt hier die ganze Zeit auf den Sack und ich kann nichts machen, weil der Typ hier die ganze Zeit am Quatschen ist, ey. Da geht mir so gegen den Strich gerade. Bleiben Sie an der Sache dran, Nomad. Bin gespannt, was Sie finden. Sei froh, du hast es ein bisschen chilliger. Gehen Sie dem ruhig auch nach. Reed ist an beiden beteiligt. Mit etwas Glück. Da steht dann noch eine Heile, der Wagen. Verstanden, Nomad Ende. Sollte sicher sein hier. Das denke ich auch. Yay! Drückst du mal den R-Muskel? Danke. Also wir hätten noch ein paar Sachen hier gehabt, aber ist egal, nichts Wichtiges. Ja, ich habe 2 Dokumente einsammeln können. Achso, okay. Gut, dann... Norden und ein bisschen nach Westen. Was ist das denn hier rechts? Ach, die machen Salzabbau.
Das sind aber süße Häufchen. Interessant. Ah, oh, wieso haben wir hier kein Raketenfahrzeug? Da so ein bisschen links haben wir irgendwie ein paar Gebäude. Ah, ich glaube, ich sehe sie. Da fahren irgendwelche Fahrzeuge. Ja, das ist eine Straße, die da lang führt. Hier. Wenn man das so nennen möchte. Auf dem See. Ja. Das hier ist ein Salzsee. Hier gibt es normalerweise kein Wasser. Ja, aber auch keine Straßen. Ja doch, weil es ja nun mal ein Salzsee ist. Das ist, so Salz. Das ist eine Wüste. Aber kein Mensch macht doch auf einer Salzsee. Hallo, das geht ja davor. Oh. Die Drohne ist unterwegs. Ich glaube, ich habe den Piloten, ja, die 1. Ziel 5 gesichtet. Ja, 2 ist schwer bewaffnet. Und bei der 4 steht noch einer und dahinter noch einer. Ja, das ist aber hier relativ offen. Wobei, da sind noch 2 beim Dixie. Das ist die eigentlich... Die Mädchen gehen sie zu zweit aufs Klo. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. 8 Gegner. Jeder 2. Wartet noch gerade ein paar Sekunden. Nein, stopp. Ich will erst warten, dass der Hubschrauberpilot wieder aufsteht. Ja, am besten nimmt jeder einen ins Feuer, aber nicht alle auf die 1. Okay. Also ich habe ja eigentlich so gut wie jeden 3, 2, dann bei der 1 die beiden unmarkierten, die 4, ich kann sie alle ausschalten, wenn ich will. Ich habe auch gerade die 1 halt. 1, 2, 3. Dann nehme ich die 4 und den unmarkierten dahinter. Okay. Welchen nimmst du, Reaper? 3. Okay. Könnt feuern. Ich glaube, es sieht sauber aus. Negativ 1 2 Leute noch. Hm. Einer beim Dixie und der andere da hinten an Flugbahn. Was ist der Name? Vorsicht, die 2. 2 kommt. Hinterm Zelt. Das war's. Sauber. Ich glaube, hier ist aber noch mehr als nur. Zubehörkiste. Hier ist eine Waffenkiste. Ich vermute, dass das gut zu meinen Schuhen passt. Zu meinen Stiefeln. Ich finde, hier läuft man ganz schlecht auf dem Sand. Salz, wie auch immer. Sollte man. Gut, laufen schon. Dafür sind zu viele Unebenheiten drin. Vorne dürft man die auch nicht gut. Ja, man versinkt hier auch irgendwie so ein bisschen mit den Schuhen bei jedem kräftigeren Auftreten. Das ist ätzend. Hier am Strand, da ist Joggen auch immer schwierig. Mhm. Gut, irgendwo hier müssen noch Daten sein. Ich schätze mal hier im Zelt oder so. Ach hier. Haben wir was? Ja. Ah. Hast du was? Ja, kann sein. Ja. Es ist der Arbeitsplan einer der Fluglotsen vom Kuani-Flugplatz. Seltsamerweise muss dieser Typ immer dann arbeiten, wenn das Kartell Flüge plant. Was für ein Zufall. Schnappen wir ihn uns und finden heraus, was er über Reed weiß. Hm. Was ist denn jetzt passiert mit dem Flugzeug? Wieso? Wann war setzt sich um und das Ding macht erstmal einen Abgang? Ja, jetzt dachte ich mir auch. Die Landebahn ist aber lang genug für Space Shuttle. Nach Osten müssen wir. Das ist keine schöne Gegend, wo wir hinfliegen. Also, jeder hat hier das Scheißradio an, ne? Ja, aber der Song ist gut. Da bei mir lief gerade eine komische Doku. Oh. Dann nimm die Ohrstöpsel raus. Ist noch ein bisschen. Über 7 Berge musst du fliegen.
Bitte hör auf zu singen. Über 7 Jahre überstehen. Oh Gott. Ich mach mal Abflug. Jetzt höre ich die Motoren. Ja, Enno kann wenigstens singen. Danke. Was war das? Auf jeden Fall besser als Ant. Ich habe kein kein Goldkehlchen, aber bin noch keiner der Katzen. Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Da in der Mitte bei diesem Canyon, da ist doch so ein bisschen quasi inselzungenmäßig. Ich sehe es vor uns. Jo. Und ein Heli, Gott sei Dank. Nee, das wird zu knapp. Ich starte nochmal durch. Ja, die Vegetation ist ja auch mehr so trocken. Was erwartest du in der Nähe von einem Salzsee? Oh, weiß nicht. Aber das war eine schöne Landung. Wir sind hier fertig. Die Rebellen können ihren Nachschub später holen. Leider. Ja, leider kein Spielzeug. Wann war Warte da? Ich glaube, das ist besser, wenn wir dich da einholen. Sind wir alle das hinter uns? Jupp. Wir müssten da gleich so einen Irren in den Bergen mit dem Auto fahren sehen hier. Oh, oh. Jetzt rechts vorne. Geht im Anflug? Oh shit! Der Heli macht nicht mehr. Der auch nee, aber zu stark für den Motor. Das war perfekt ausgewählt. Wann war? Kannst du? Ja. Nee, sind wir noch am Leben. Es war alles geplant. Okay, wir gehen runter auf die Zugschienen. Verdammt. Ja, also dann machen wir mal, während wir hier auf Wanda warten. Da ist er doch. Einen gekonnten Speicherkartenwechsel. Oh! Oh! Mit diesem schönen Bild einer toten Overwatch auf den Gleisen. Gleich kommt der Zug und dann macht's Tut-Tut und alles. Ja, Robert Enke Gedächtnisfahrt. Wir sehen uns in dieser Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn's dann wieder heißt. Willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Tschüss.